WDR aktuell. Der Tag um 6. Guten Mittwochabend. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Jochen Zierhut und das die Themen für Sie. 2G-Regel im Einzelhandel soll auch in NRW bald fallen. Ministerpräsident Wüst? Nach einem ersten Schritt gehört auch eine Entlastung im Handel dazu. Das heißt für mich konkret, die FFP2-Maske als Infektionsschutz wird das 2G-Regime in Zukunft ersetzen. Und auch das kommt. Karneval nur in sogenannten Brauchtumszonen. Unsere positive Nachricht gegen den Corona-Blues: Ruhr-Uni Bochum hilft Kindern, die seelisch unter der Pandemie leiden. Und Gold und Silber bei Olympia. Dazu eine mitreißende Reportage über Vinzenz Geigers dramatischen Endspurt. Und das NRW-Wetter. Heute Nacht stellenweise bis minus 1 Grad. Morgen dann wieder recht mild bei 9 Grad. Mild, aber auch fast überall nass. Mit der 2G-Regel im Einzelhandel soll es auch in NRW bald vorbei sein. Wie eben gehört, hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst heute angekündigt, dass die Regel schon bald in einer Woche, wahrscheinlich in einer Woche, fallen könnte. Aber ab heute gilt erstmal noch eine neue Corona-Schutzverordnung. Und nach der sollen die Einzelhändler auch weiterhin noch stichprobenartig die Impfnachweise kontrollieren. Jörg Sauerwein, WDR aktuell zur Frage, welche Reaktionen gibt's darauf? Ja, beim Handel ist man ziemlich sauer, würde ich sagen. Völlig unverständlich nennt das der Handelsverband NRW zum Beispiel, denn dort hält man die 2G-Regel inzwischen sowieso für nicht mehr wirksam. Und die jetzt noch mit einzelnen Stichproben zu kontrollieren, das sei nicht nachvollziehbar, so sagt es auch Janis Vassiliou vom Einzelhandelsverband Bonn-Rhein-Sieg-Euskirchen. Wir verlangen, dass die Kontrollen ganz ausgesetzt werden. Erst recht, weil es schon diverse Bundesländer gibt, darunter auch unsere direkten Nachbarn wie Hessen oder Niedersachsen, die 2G aufgehoben haben oder das in dieser Woche noch tun wollen. Ein anderer Punkt, der Fragen aufgeworfen hat, ist der Karneval. In der neuen Verordnung ist nämlich die Rede von sogenannten Brauchtumszonen, wo dann gefeiert werden darf. Wie reagieren die Städte jetzt konkret? Ja, in Köln zum Beispiel so, dass das ganze Stadtgebiet über die Karnevalstage zur Brauchtumszone erklärt wird. Das hat die Stadt heute angekündigt. Festbühnen oder Umzüge, die soll es nicht geben. Aber wer hier feiern will, für den gilt 2G+, also geimpft und geboostert oder geimpft und frisch getestet. Nur wer in der Stadt wohnt oder arbeitet, der darf auch ohne 2G+ das Haus verlassen. Wer aber feiern will, der muss 2G+ erfüllen. Ähnlich gilt das auch in Bonn. Aber nicht für die ganze Stadt, sondern für bestimmte Plätze. Dazu kommt für die Bonner Altstadt und Teile des Rheinufers, die als Partymeilen bekannt sind, sogar ein Alkoholverbot. Und in Düsseldorf, da wird die übliche Glasverbotszone rund um die Altstadt als Brauchtumszone ausgewiesen. Und in allen diesen Städten haben die Ordnungsämter angekündigt, stichprobenartig 2G+ zu kontrollieren. Jörg Sauerwein für den Tag um 6. Karneval nur in sogenannten Brauchtumszonen. Ich bin gespannt. Was macht die denn erst mit den Kindern? Die Pandemie, psychisch und körperlich. Seit 2 Jahren immer wieder die bange Frage. Diese neue Studie aus dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf klingt erstmal positiv. Im Vergleich zum Beginn der Pandemie hat sich das psychische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen leicht verbessert. Grund zur Entwarnung ist das natürlich nicht, denn 8 von 10 Kindern sagen immer noch, ich leide unter Corona. Die gute Nachricht, es kann Hilfe geben. So haben sich etwa Psychotherapeutinnen und Therapeuten an der Ruhr-Universität Bochum etwas einfallen lassen, um Kindern und Lehrkräften da zu helfen. Sozusagen ein Workshop gegen den Corona-Blues. Dennis Friese für den Tag um 6. Die Klasse 8a am Heinrich-von-Kleist-Gymnasium in Bochum. Die ersten 2 Stunden kein Unterricht. Die Psychologin Katrin Schopf von der Ruhr-Uni ist dort. Die Idee ist, dass es ja momentan in Corona-Zeiten vielen Leuten doch schlechter geht oder die mehr belastet sind als vor Corona-Zeiten. Und dass wir den Schülern gerne zeigen möchten, wie sie auch in schwierigen Zeiten die eigene Stimmung und das eigene Wohlbefinden verbessern können. Damit sie weiß, was die Schüler belastet oder nervt, beginnt der Workshop erstmal mit der Frage, wie die Jugendlichen die Corona-Pandemie eigentlich erleben. Manche Schüler hier nervt das Maske tragen oder dass sie sich oft testen lassen müssen. Und die 13-jährige Lynn hat zum Beispiel gemerkt, dass ihr Verhalten oft unvernünftig geworden ist. Hat dann zum Beispiel dadurch, dass man viel zu Hause sitzt, eine zu hohe Bildschirmzeit, dass man sich selbst auch damit nicht so wohl fühlt, wenn man dann sieht, dass man extrem lange jetzt am Handy oder iPad oder was auch immer saß. Und dann, wenn man halt auch Langeweile hat, dann isst man so ungesunde Sachen zwischendurch einfach.
einfach. Und dann fühlt man sich danach halt auch nicht so gut, weil man dann selbst weiß, dass es eigentlich nicht so richtig ist. Wichtig sei, dass die Schüler sich auch schöne Gedanken und Erlebnisse verschaffen. Jeder bekommt dann eine Liste mit positiven Aktivitäten und kann ankreuzen, was ihm Spaß macht. Backen, Rollschuh fahren, Witze anhören oder mit Freunden treffen. Es gibt viele Anregungen. Nächster Schritt: alles, was schön ist, in einen Wochenplan eintragen, am besten mit Uhrzeit. Ich fand das gut und man hat dadurch auch sehr viele Ideen, was man zum Beispiel mit seiner Freizeit anfangen kann, gesammelt. Ich fand auch, dass man sich viel mehr darauf konzentriert hat, was schön ist und was man nach der Schule in der Woche machen kann. Ich finde allgemein den Plan sehr sinnvoll. Die Einhaltung des Plans ist natürlich noch eine andere Sache, aber da weiß man jedenfalls schon mal, was man machen könnte. In 4 Wochen fragen Katrin Schopf und ihr Team aus Studierenden nochmal nach, ob der Workshop den Schülern geholfen hat. Im April sollen dann Ergebnisse aus allen Workshops in 13 Bochumer Schulklassen vorliegen. Prima, mal was Schönes machen. Workshop gegen den Corona-Plus. Der Energiekonzern Shell baut in Köln die größte Anlage für flüssiges Biogas in Deutschland. Ein Thema in den Kurznachrichten mit Jürgen Escher. Die Anlage soll dazu beitragen, bis zu 1 Million Tonnen klimaschädliches CO2 einzusparen. Das Biogas wird auf Bauernhöfen aus Gülle und Mist hergestellt. In Pipelines kommt es nach Köln und wird dort verflüssigt. Genutzt wird das Biogas vor allem für Lkw. Die neue Anlage soll in 2 Jahren fertig sein. In Hagen ist ein Bagger mit schwerem Gerät aus der Volme geholt worden. Mit Hilfe von 2 60-Tonnen schweren Kränen wurde er von Spezialkräften aus dem Fluss gehievt. Die Bergung hat nach Angaben der Feuerwehr rund 4 Stunden gedauert. Der Bagger war nach dem Dauerregen am Wochenende von einer Rampe abgerutscht und in die Volme gespült worden. Und noch eine Meldung für wärmere Tage. Das Baden in der Ruhr ist in Mülheim bald erlaubt. Die Bezirksregierung hat der Stadt eine Badestelle genehmigt. Gebadet werden kann dort allerdings frühestens im nächsten Jahr, heißt es von der Stadt Mülheim. Erst müsse die Finanzierung stehen. Danke, Jürgen Escher. Und jetzt sportlich. WDR aktuell. Olympia. Medaillen bei den deutschen Rodlern heute sicher. So hat es uns der Kollege Walzdorf aus unserem Pekinger Olympiateam heute Mittag schon vorhergesagt. Und so kam es auch. Gold für die Doppelsitzer Tobias Wendel und Tobias Arlt. Toni Eggert und Sascha Benneken gewannen Silber. Bronze ging an Österreich. Und nun zur heute 2. Goldenen für Deutschland. Vor den Rodlern hatte Vinzenz Geiger bei den nordischen Kombinierern gewonnen. Unser Reporter Thorsten von Wege war begeistert über Geigers Endsport in der Loipe. Johannes Rützek ist am Ende seiner Kräfte, aber der Oberstdorfer ist vorn, hat 10, 12 Meter Vorsprung auf den Österreicher Lukas Greiderer. Und danach kommt die wilde Meute, angeführt von einem wie entfesselt laufenden Vinzenz Geiger, der jetzt tatsächlich noch angreift und versucht, hier sogar noch an Rützek vorbeizugehen. Ist das eine Sensation? Vinzenz Geiger mit einem unglaublichen Spurt. Rützek geschlagen, Geiger von 11 nach vorn gelaufen, mit einem fabulosen Lauf. Aber Jürgen Graback, der Norweger, sitzt dem Deutschen noch im Nacken. Der Vorsprung von Vinzenz Geiger, der ist aber groß genug. Jetzt sind sie schon in der Position, in der sie nicht mehr die Seite wechseln dürfen. Da jubelt er schon, der Vinzenz Geiger. Was für ein Traum! Olympiagold für Vinzenz Geiger. Das ist ein Engagement auf beiden Seiten. Der erste Schritt aus der Haustür raus hat sich heute Morgen für mich irgendwie für Anfang Februar wieder falsch angefühlt. Justus Wolters aus unserer WDR-Wetterredaktion. Es ist überraschend mild draußen. Was ist denn da los? Wir sind doch eigentlich mitten im Winter. Ja, an sich richtig. Eigentlich beginnt ja der Frühling erst im März so richtig meteorologisch gesehen. Und diese milden Temperaturen, die wir im Moment haben, die kommen aus Norden. Da sitzt ein Tief und da sitzt ein Warmsektor drin zwischen Kalt- und Warmfront. Und aus diesem Warmsektor kommt uns milde Luft zugeführt. Zum Beispiel hatten wir heute in Höxter 10, in Krefeld 11 und in Zülpich 12 Grad. Aber diese milde Brise, die macht jetzt schon Richtung Morgen den Abflug. Da bahnt sich aktuell also nicht so richtig so ein frühlingshafter Trend an. Kein Frühling, also eher nochmal eine winterliche Tendenz? In Maßen, würde ich sagen. Also wir bekommen morgen zwischen 3 und 8 Grad. Es wird also ein bisschen kühler. Und in der Früh, da erreicht uns aus Nordwesten ein dickes Regenband. Also es wird in ganz Nordrhein-Westfalen morgen eher regnerisch und ein bisschen kühler. In den höheren Lagen im Sauerland und in der Eifel fällt sogar ein bisschen Schnee. Freitag geht es ähnlich weiter und erst am Wochenende kommt dann wieder mehr Sonne raus.
Da hat doch Jürgen Escher eben gelesen und noch eine Meldung für wärmere Tage. Das Baden in der Ruhr ist in Mülheim bald erlaubt. Das, was wir, Dankeschön, gerade von Justus Wolters gehört haben, da kann man sagen, vielleicht kann man jetzt auch schon baden. Mit dem Wetter in den Feierabend. Das war's von uns, WDR aktuell. Der Tag um 6. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Ich bin Jochen Zierhut.